unterschiedliche Definitionen von Luxus. Für mich ist es aber auch eine Form von Transparenz, auch ein Luxus. Und auch Nachhaltigkeit ist ein Luxus, weil das alles, was nicht Mainstream ist, sondern was besonders ist, was nicht alle abdecken können, das ist eine Form von Luxus. Ich glaube, die Modebranche hat ja gerade ein ganz großes Problem, dass sich die Definition von Luxus eben ändern und ändern muss. Und im Moment ist es, glaube ich, noch nicht so. Und trotzdem empfindet man das noch, alles, wo ein Label draufsteht und große Namen, als Luxus. Ich glaube auch, dass Luxus in Zukunft eben zurück ins Handwerk geht, hin zu tatsächlicher Qualität und Transparenz, aber auch zu wirklich individuellen Geschichten. Wo kommen die Sachen auch her? Wo werden die produziert? Da gibt es auch das alte Handwerk. Das ist für mich auch eine Form von Nachhaltigkeit, dass man auch altes Handwerk und Tradition weitergibt. Ich glaube auch eher, dass die Nachhaltigkeit eher aus Nischenprodukten, aus kleineren Brands entstehen kann, als einen wirklichen Shift around bei den riesengroßen Brands. Bei den Marken, mit denen wir arbeiten, auch wirklich besseren Research zu machen. Wir haben jetzt so eingeteilt in so Love Brands, dann haben wir sozusagen auch die Cash Cows, da dann aber auch den Anspruch zu haben, da einen Mehrwert mit den Geschichten zu machen oder die eben dann in den Geschichten, die wir erzählen, zu verbinden. Auch ich lasse mich manchmal von Hypes anstecken und jetzt mal überlegen, bin ich das wirklich? Werde ich das jetzt nicht nur ein Jahr tragen, werde ich das vielleicht 15 Jahre tragen, anstatt ich sehe, was alle anderen machen und ich will dazugehören und deshalb passe ich mich ständig an. Sobald ich dann Sustainable Labels vorstelle, wird dann auch alles andere bei mir in Frage gestellt. Ich bin auch ein Mensch, der gerade versucht, da zu lernen und ich glaube, das wäre schön, wenn da insgesamt auch so ein liebevoller Umgang miteinander wäre und man sieht, okay, man versucht was richtig zu machen und ihn dann eher in die Richtung motivieren und supporten, anstatt eben mit dem Schlaghammer dann sozusagen dieses kleine Pflänzchen, was da wächst, direkt zu erschlagen, zu sagen, nee, du schaffst das sowieso nicht. Du musst jetzt sofort hundertprozentig nachhaltig sein, das überfordert die Leute, dann passiert gar nichts. Wenn wir alle nur drei kleine Schritte machen, dann passiert deutlich mehr, als wenn es nur Einzelne sind, die alles perfekt machen, aber alles andere verurteilen. Wir müssen auch wirklich bei uns alleine anfangen, wo kann ich mir auch einfach wieder lernen, einzelne Sachen anders zu wertzuschätzen und dem Ganzen dann auch ein längeres Leben natürlich zu geben und auch wirklich zu nutzen.